vergangenen Monaten und Wochen haben viele wahrgenommen, dass die Diskussionsbeiträge hier im Facebook-Account immer unsachlicher und aggressiver werden. Ich habe auch zunehmend Nachrichten bekommen mit dem Hinweis, ich solle doch Personen sperren, ich solle stärker moderieren. Das kann ich allerdings nicht leisten. Ich glaube, dass das zum Teil eine Stimmung ist, die in Gesamtdeutschland da ist. Unsere Gesellschaft wird gereizter. Und das ist mir auch verständlich, solange wie wir uns mittlerweile im Krisenmodus befinden, der uns allen sehr viel abverlangt. Ich habe den Eindruck, dass sich Menschen, die gerne fundiert und sachlich argumentieren wollen, sich hier auch nicht mehr zu Wort melden, weil sie mit diesen Anfeindungen und dem Nicht-Offensein für Argumente bei anderen nicht umgehen wollen. Aber all das hat zur Folge, dass hier immer weniger sachlicher Austausch zu lesen ist und dafür mehr Hetze und auch Fehlinformationen. Es fehlt sozusagen das Gegengewicht, es fehlen die Gegenargumente. Wenn die, die gegenargumentieren können, die sachlich beitragen können, wegbleiben, dann bleiben falsche Tatsachen unkommentiert stehen. Ich nehme außerdem wahr, dass viele Menschen, die aufstacheln und polarisieren, gar nicht aus dem Kreis kommen und auch keinen Bezug zur Kreisbergstraße haben. Durch Zufall bin ich gestern Abend in einem